Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist mal wieder Zeit für einen Shop My Stash Lottery Samstag. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Raum sind es gefühlt 5 Milliarden Grad. Sammy hat sich hier auch schon auf die kühlen Fliesen gelegt und ich bin mal gespannt, was wir heute für einen Look schminken werden. Ja. Wahnsinn. Es ist tatsächlich jetzt schon 8 Uhr abends, weil es war viel zu heiß, um sich in irgendeiner Art und Weise heute zu schminken, Leute. Ne? Okay, also ich habe hier meine Losbox, wo ich meine Loszettelchen drin habe. Dann habe ich einen Euro, denn wir müssen gleich gucken, Kopf oder Zahl für Face Paletten oder Blush Bronzer Highlighter. Und ich habe hier meinen Laptop stehen, wo ich die ganzen Produkte drin habe. Und ich war eben ein bisschen fleißig und habe halt die letzten Sachen, die noch bei mir eingezogen sind, auch mit in meine Excel-Tabelle mit reingenommen. Ich kann es nur jedem empfehlen, um sich einfach mal so einen kleinen Überblick über seine eigene Sammlung zu verschaffen, sowas mal zu basteln. Es ist einfach, es macht Spaß und wenn man das immer wieder weiterführt, weiß man wirklich ganz genau, was man da hat und wie lange man es schon offen hat. Das ist auch immer ganz wichtig. Okay, ja, wir starten auf jeden Fall mit den Primern. Und ich ziehe die Nummer 30. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine mega feuchtigkeitsspendende Geschichte als Primer. Aber gut, mal gucken. NYX First Base... Ach, ist mir jetzt ganz schwer hier, ne? Das ist ein Primer Spray. Und ja, ich finde das ehrlich gesagt jetzt nicht so bombastisch. Und ich werde es jetzt auch nochmal austesten. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt behalten möchte. Weil das ist echt eine freaky Geschichte. Freaky? Freaky. Irgendwie ganz nett, weil du sprühst es dir drauf und dann kannst du es dir einarbeiten, aber ich weiß nicht. Nicht ganz so mein Fall. Es fühlt sich halt eher, weiß ich nicht, klebrig, komisch an. Ja, auch der Hals möchte geprimed werden. Das ist jetzt merkwürdig für mich. Aber irgendwie, wenn man das so einarbeitet, ist es dann doch schon wieder gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mal gucken, wie die Foundation darauf sitzt. Als nächstes werden wir nun die Foundation ziehen. Da ziehe ich die Nummer 44. Also diese Ember-Schwämmchen, muss ich übrigens sagen, die sind sowas von unkaputtbar. Ich habe die seit einem Jahr, glaube ich. Kann ich nur empfehlen, habe ich auch in der Infobox verlinkt. Und da ist nichts mit, ne? Du hast da nicht irgendwie, dass da so ein Ratscher mit dem Finger kommt oder so, die reißen dir nicht. Du kannst die theoretisch auch in der Waschmaschine waschen. Das lasse ich aber mittlerweile sein, weil Sammys Hundehaare kommen da einfach sehr, sehr super rein. Das ist dann immer kacke, wenn ich die dann rausfusseln muss. Aber ja, die sind echt toll. Kann ich nur empfehlen. Ist eine ganz gute Geschichte. Und jetzt nehme ich damit die Foundation auf. Da habe ich XX Revolution. Das ist diese Glow Foundation. Also der einzige Artikel aus dem XX Revolution Sortiment, der nicht vegan ist. Ne, Sammy, wie war das? Der ist nicht vegan, ne? Genau. Und da habe ich die Farbe FX1, ganz schön hell. Ihr habt mir auch in dem Video, wo ich das getestet habe, gesagt, huhu, Claudi, grenzwertig. Ich muss aber wirklich sagen, ich fand die gut. So schaut die aus. Die ist ja nicht wirklich flüssig, nicht wirklich fest. Die ist sehr, sehr angenehm von der Konsistenz her. Die arbeite ich mir nun mit dem Schwämmchen direkt ins Gesicht ein. Ja, die ist schon heller als mein Gesicht. Das sieht man auch. Aber das ist eine gute Grundlage. Und die ist vor allem, die hält dir auch echt den ganzen Tag, ne? Also die Deckkraft ist tatsächlich auch recht gut. Die deckt sogar hier unten meine Pickelfamilie ab. Ja, ich sehe schlimm aus, ich weiß. Das wird aber gleich definitiv besser. Irgendwann. Weil minimal dunkelt die halt auch noch nach. Und ich finde, wenn sie das tut, dann ist sie perfekt mit meiner Haut verbunden. Sieht jetzt noch nicht so aus, ne? Trust the process. Vertraue dem ganzen Gedöns hier einfach. Ich mach's auch. Gut, ja, doch, ich mag die. Ne? Also die gibt auch einen schönen Glow. Ich finde nach wie vor, die Farbe passt und ja, wird alles aber noch ein bisschen besser gleich, weil da kommt ja noch mehr dazu. Aber ja, sie setzt sich nicht blöd ab. Sie verbindet sich schön mit der Haut und ich meine, ich muss sie definitiv setten, weil sie halt schon sehr glowy, sehr speckig ist. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist so ein bisschen, ne, man merkt einfach, dass es halt jetzt nicht so in die Haut eingesogen wird. Aber ich finde sie einfach vom Finish her richtig toll. Die deckt so Muttermale und Sommersprossen gar nicht so intensiv ab. Aber was Rötung angeht, macht die echt eine gute Geschichte auf meiner Haut.
widmen wir uns nun den Concealern. Oh, da ziehe ich die Nummer 84. Somit sind wir bei der Nummer 22. Der Revolution Conceal and Hydrate Radiance Concealer with Hyaluronic and Acai in der Farbe C3 ist nun unsere Wahl. Das wird ein bisschen ulkig, denn der ist definitiv dunkler als die Foundation. Kommt mit einem riesengroßen Füßchen. Ich finde den tatsächlich, das sage ich immer wieder, wenn ich den hier vor der Kamera auch benutze, bei weitem nicht so hydratisierend, wie der Name es vermuten lässt. Den arbeite ich mir jetzt mit dem Beauty-Schwämmchen ein. Und damit es nicht ganz so creepy aussieht, gehe ich jetzt auch mal über meine Augenlider. Denn die haben doch eine etwas andere Farbe, ne? Ich brauche auch nicht unbedingt viel davon. Das heißt, hier gebe ich mir noch ein bisschen was auf und das war's. Ja, und der lässt sich halt echt schön ausblenden. Also mir gefällt der richtig gut und er hält auch ganz gut. Man muss nur aufpassen, dass man sich halt im Vorfeld eine ordentliche Augenpflege aufgegeben hat, damit die Augenpartie halt nicht zu sehr austrocknet. Also wenn man schon so wie ich ein bisschen Fältchen hat und so, muss man da ein bisschen aufpassen, denn meistens sind das ja Trockenheitsfältchen, die man unter den Augen hat, ne? Wichtig ist immer, dass man sich den Concealer auch wirklich hier in den Augeninnenwinkel setzt, weil da hast du oft die dunkelsten Stellen und das macht dann den größten Augenschatten aus. Mit einem Pinselchen wird es noch besser funktionieren, aber so gefällt mir das beim Ergebnis schon mal ganz gut. Puder. Ziehe ich die Nummer 11. Huch, ich bin heute irgendwie so ein bisschen mit Schnapszahlen unterwegs. Kann das wohl? 44, 22, 11. Geil. Wir dürfen das Ganze jetzt fixieren mit dem Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Das ist dieses hier. Das habe ich schon mal komplett leer gemacht und nun habe ich hier ein weiteres. Ich glaube, das hatte ich sogar mal in einem Trash- oder Tauschpaket. Und ich sehe, meine Finger sind voll mit Foundation und Concealer. Super. Hier schön mit dreckigen Fingern durch die Gegend rennen. Ja, ich habe da so ein Base-Coat drauf gemacht, eigentlich vor 3 Tagen schon. Ich versuche meine Fingernägel auch ab und an mal so ein bisschen atmen zu lassen, weil ich bin viel im Garten und ja, das ist dann ein bisschen schwierig, ne? Ja, die gehen sonst schnell kaputt bei mir tatsächlich. So, ich gehe jetzt erstmal mit dem Schwämmchen in das Puder so ein bisschen rein, um es mir unter die Augen zu geben, einfach auf den Concealer. Weil ich finde, wenn man das mit einem feuchten Schwämmchen macht, verbindet sich das einfach ein bisschen besser, macht die Geschichte ein bisschen haltbarer und ja, verhindert am besten, dass es creased oder so. Und auch da, wo ich jetzt keinen Concealer heute aufgetragen habe, aber so um die Nase zum Beispiel, einfach so bei kritischen Stellen, wo es einfach abhauen könnte, ne? Natürlich möchte Mr. Fried eine Sonderbehandlung heute haben und die kriegt er auch. Seine Familie ebenso. So, jetzt nehme ich mir einen schönen fluffigen Puderpinsel. Das ist dieser hier von Real Techniques. Und dann tupfe ich einfach nochmal so ganz vorsichtig über den Rest von meinem Gesicht drüber, um die Foundation entsprechend zu setten. Aber nicht zu intensiv, weil es ist ein mattierendes Puder und ich habe eine glowy Foundation. Ich möchte schon, dass die Foundation glowy bleibt. Ich finde, man sieht jetzt schon sehr, sehr gut, wie gut die Foundation dann tatsächlich doch passt zum Gesicht, ne? Also wenn ich jetzt auch ein bisschen weiter weg von der Kamera gehe, dann wird das Ganze nicht so hell erleuchtet, denn es sieht gar nicht so hell aus, wie es jetzt im Display aussieht. Das ist einfach auch viel Lichtreflexion und ja, das ist eigentlich eine richtig, richtig gute Farbe für mich. So, jetzt habe ich das schon sanft gesettet und das gefällt mir echt gut. Also funktioniert alles sehr schön zusammen. Kopf oder Zahl? Mal schauen. Kopf bedeutet Face-Palette und Zahl bedeutet Blush, Bronzer und Highlighter werden separat gezogen. Sollte es in einer Face-Palette eins von den drei nicht geben, werde ich es separat nochmal auslosen. Und wir haben Zahl und somit kann ich Blush, Bronzer und Highlighter separat auslosen. Yay! Bronzer. Ich ziehe die Nummer 42. Somit sind wir bei der Nummer 8. Der Bronzer, welcher zum Einsatz kommen möchte, ist von Kiko der Flawless Fusion in der Farbe 01. Der ist wirklich super hell. Also ja, tatsächlich ein richtig Winter Bronzer und nicht so Sommer Bronzer, obwohl wir jetzt Sommer haben. Deswegen, ich klopfe nicht ab, ich gebe mir das direkt auf. Und baue es auch entsprechend auf, weil ich möchte schon etwas bronziger aussehen, als ich es jetzt gerade in diesem Moment tue.
Sommer ist wundervoll. Ich mag unfassbar gerne, dass es einfach hell ist. Ich mag es, dass es warm ist, dass ich mir ein Kleidchen anziehen kann. Das Problem ist, dass die Sonne eigentlich mein Feind ist. Also ich kriege schnell Sonnenallergie, ich bekomme Hitzepickel, ich bekomme ultra schnell Sonnenbrand und das ist echt ärgerlich, weil eigentlich ist es meine absolut liebste Jahreszeit und ich würde am liebsten mich den ganzen Tag nur draußen aufhalten. Aber ich habe es heute auch schon wieder gemerkt, mein Freund war draußen, hat da gearbeitet und ich konnte nicht raus. Ich musste mich quasi im Haus verschanzen, das war echt blöd. Ich habe dann Hausarbeiten, also hier im Haus was gemacht halt, ne? Und das fand ich echt super ärgerlich, aber es geht nicht anders, ne? Das ist einfach meine Haut und da kann ich noch so viel Sandblocker oder sonst was auftragen. Es verträgt sich nicht mit meinem Teint, mit meiner Haut, mit mir. Und also nicht nur in Bezug auf Sonnenbrand, sondern auch in Bezug auf Hitze, ne? Also ich vertrage die Hitze echt nicht und das ist so ärgerlich, denn ich würde am liebsten den ganzen Tag jetzt im Garten verbringen, würde die ganze Zeit Unkraut zupfen oder tatsächlich würde ich das wirklich gerne machen oder irgendwas umtopfen, umpflanzen, Gemüse ernten, aber das kann ich alles erst machen, wenn die Sonne weg ist. Und wir haben es jetzt 9 Uhr und ich könnte jetzt tatsächlich das erste Mal heute so richtig mich langfristig draußen aufhalten, ohne Angst haben zu müssen, dass ich verbrutzel, dass meine Haut reagiert oder sonst irgendwas. Das finde ich so schade. Das macht mich total traurig. Ich weiß nicht, wem es von euch auch so geht und was ihr dagegen macht. Ich persönlich nehme zum Beispiel Calcium. Klar, Vitamin D3 nehme ich ja auch, aber ne, ich versuche, dass mein Körper auf jeden Fall von innen so ein bisschen die Immunität bekommt und ich knall mir hier gerade ganz schön viel Bronzer drauf und man sieht es einfach nicht, ne? Was ein doofer Bronzer. Eigentlich ist der geil, wenn man das im Winter gut tragen kann, aber für den Sommer ist der echt hochgradig ungeeignet. Naja, auf jeden Fall, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps für mich, Tricks, was man so machen kann, aber ja, mein Körper rebelliert gerade etwas. Mal schauen, was die Blushes uns bringen. Oha, die Nummer 94 bringt es uns. Wir sind bei der Nummer 44 und da habe ich ein bisschen mehr die Auswahl. Das finde ich cool. Der Blush, den ich gezogen habe, macht mich dann schon wieder irgendwie ein bisschen glücklich. Und zwar ist es von Too Faced aus der Let It Snow Girl Reihe. Das sind 4 Blushes hier drin. Genau. Da hat man die Qual der Wahl, das finde ich super. Dann nehme ich mir jetzt einen Pinsel von Lovia aus diesem Prime Vegan Pinsel Set oder Vegan Pinsel Set. Vegan, ne? Vegan. Vegan oder Vegan? Vegan. Genau, und da werde ich mir jetzt mal Merry and Bright aufgeben. Das ist intensiv. Das ist schön, denn wenn ich schon keinen Bronzer habe, dann kann ich mir wenigstens so ein bisschen so einen Blushy-Look machen, weil ich brauche Farbe, Leute. Ich brauche Farbe. Ich gehe sogar ein bisschen über die Nase. Weil es ist Sommer und da hat man vielleicht ein bisschen Nasenröte. Auch bekannt als Sonnenbrand auf der Nase oder so. Keine Ahnung, aber ich finde es süß. Und weil ich irgendwie finde, dass ich es jetzt gerade einfach vertragen kann, gebe ich mir den Pink Christmas. Das ist dieser Blush-Topper-Schimmer-Schnack-mich-tot-Ton. Den gebe ich mir. Der ist intensiv. Dezent hier nochmal so ein bisschen drüber einfach. Der ist wirklich nicht dezent. Der knallt. Irgendwie sieht das schon so aus, als hätte ich hier so einen ziemlichen Fleck, aber ich kriege den jetzt auch gerade echt nicht ausgeblendet. Keine Ahnung, ist man da. Aber ich finde den schön und ich finde es schön, wie frisch man aussieht und auch wenn es Pink Christmas heißt, ne? Es ist auf jeden Fall auch für den Sommer geeignet, weil dieser Glow einfach da ist. Das gefällt mir. Jetzt gehen wir zu den Highlightern. Da sind wir bei der Nummer, upsala, 68. Und somit sind wir bei der Nummer 28. Wir setzen ein paar Highlights und zwar mit einem Adventskalender-Produkt von Revolution aus dem Make-up Revolution Adventskalender von 2019. Das ist der Pressed Highlighter. Der hat sonst keinen Namen. Der heißt einfach nur Pressed Highlighter. Dafür nehme ich mir einen Morphe-Pinsel aus diesem Pinselset, wo ich nicht weiß, wie das heißt. Es war so eine Limited Edition Kooperationsgeschichte. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Auf jeden Fall nehme ich was auf meinen Pinsel hier. Der ist sehr lang, sehr fluffig. Trage mir den Highlighter einfach an den höchsten Stellen hier auf. So ein Champagnerfarben, ne? Der jetzt aber so ein bisschen bei dem Blush-Topper, sage ich mal, schon untergeht. Also den sieht man nicht so ultra intensiv, aber man sieht ihn schon ein bisschen, finde ich. Doch. Ich finde, der hat auch ein bisschen was von dem Becker Moonstone tatsächlich, aber in etwas abgeschwächterer Form. Den Becker Moonstone habe ich nämlich in meinem, ja, ich sag mal, Easy-to-go-Make-up-Kit, also das, was hier quasi auf meinem Schminktisch steht, da habe ich ja von jedem Produkt eins hier stehen.
dass wenn ich mich mal schnell schminken möchte und dann nicht groß suchen möchte, dass ich dann immer einfach eins davon hier habe. Und da gehört das auf jeden Fall auch mit zu. Jo, und so habe ich jetzt Glow entsprechend in meinem Gesicht und das gefällt mir. Augenbrauenprodukte. Da ziehe ich jetzt die Nummer 14, um wieder etwas mehr Definition reinzubringen und auch wieder ja, dem Gesicht Konturen zu geben. Ich glaube, das kann man so sagen. Verwende ich einen Augenbrauenstift und zwar von L'Oreal, den Brow Artist Designer. Das ist dieser hier. Den habe ich eigentlich hier in meiner möchte ich zum Haul vorstellen Box drin. Aber ich war vor dem Video so schlau und habe schon alle möglichen Produkte, die auch überhaupt hier neu bei mir eingezogen sind, auch durch Trash-Pakete schon in meine Tabelle mit eingefügt. Also der ist da jetzt auch mit drin gewesen. Ich habe die Farbe 301 Blond. Du hast hier einen Stift zum Anspitzen und auf der anderen Seite ein Spoolie. Boah, ich sehe das jetzt gerade volle Lotte unter meinen Augen. Wie trocken das da aussieht doch. Ei, ei, ei. Also Conceal and Hydrate. Ne. Kriecht in die Fältchen, trocknet mich aus hier. Was soll das denn? Der darf mich verlassen. Mm-mm. Der Augenbrauenstift gibt zart Farbe ab. Wirklich sehr zart, da kommt doch fast nichts. Hallo? Malen Sie mal. Boah, ist der hart, ey. Ich habe jetzt viel gerubbelt und bekomme nur so ein bisschen was auf meine Hand. Das ist nicht so viel. Hallo, es ist warm. Kannst du nicht weich sein? Ich muss doll drücken, damit ich Farbe auf meine Augenbrauen kriege. Aber wenn ich doll drücke, dann geht's. Die Farbe ist gut. Tja, viel mehr kann ich da gar nicht rausholen. Huch, das ist nicht schlimm, der malt ja eh nicht. Das heißt, es wird eine sehr natürliche Kiste heute werden. Mit den Augenbrauen. Naja, vielleicht muss der sich auch erstmal eingrooven, der Stift. Man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht muss der ein bisschen hier sein, ein paar Mal verwendet werden, um mal wirklich zu zeigen, was er drauf hat. So sieht es jetzt halt ein bisschen matschig aus auf den Augenbrauen. Aber wir lassen das jetzt einfach so, weil viel mehr kann ich da wirklich nicht rausholen. Selbstverständlich müssen die Augenbrauen auch fixiert werden. Also Augenbrauengel. Dann ziehe ich die Nummer 29. Ich glaube, letztes Mal habe ich die 2 auch nicht auf Anhieb erkannt, ne? Ja, ja. Und somit sind wir bei der Nummer 2. Auch wenn das Ganze jetzt sehr dezent aussieht, fixieren wir die Augenbrauen mal. Dann nehme ich von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Den habe ich ja in mehrfacher Ausführung in meiner Sammlung. Ich liebe ihn. Und der ist halt öfters in Beautyboxen drin. Und immer wenn ich den irgendwie zu packen bekomme, dann sammle ich mir die hier zurecht. Und ich finde den einfach klasse, weil das ist einfach ein Gel, was du am Anfang gut verteilen kannst, was du schön in die Härchen einarbeiten kannst. Du hast 2 verschiedene Seiten von diesem Gummi-Plastikbürstchen, womit du wirklich jedes Haar erwischt. Und wenn ich dann einmal durch bin und die Haare dann wieder runter flachgelegt habe, dann trocknet das Ganze, während ich auf die andere Seite gehe. Und dann ist es bombenfest und es hält und hält und hält. Das ist echt klasse. Bevor wir einen Lidschatten auftragen, müssen wir uns natürlich einen Lidschattenprimer geben. Natürlich vor allem, ne? Ich knall ja alles rein, was hier geht. Genau. Da ziehe ich jetzt die Nummer 11. Yay, wir sind wieder bei den Schnapszahlen. Widmen wir uns nun der Lidschattenbase, damit wir halt quasi eine Grundlage haben für die Lidschattenpalette. Und da habe ich von Urban Decay die Eyeshadow Primer Potion. Das ist diese hier. Auch die befindet sich aktuell in meinem Daily Kit. Ich würde sagen, dass es eigentlich recht teuer ist für so eine Eyeshadow-Base, was man dafür bezahlt. Erstmal muss man sowieso sagen, möchte man überhaupt Geld für eine Eyeshadow-Base ausgeben, ne? Aber ich sag mal, in Relation zu anderen Eyeshadow-Bases ist die hier gar nicht so verkehrt, weil die hat tatsächlich 10 Milliliter, glaube ich, drin. Genau, und das ist ganz schön viel. Viele andere haben vielleicht die Hälfte. Und vielleicht kann man einfach da sagen, das rechtfertigt dann halt auch ein Stück weit den Preis von dem Produkt. Ganz abgesehen davon, dass die halt auch gut ist. Sie deckt ein bisschen die Äderchen ab, aber jetzt nicht so ultra intensiv oder so. Aber das muss eine Eyeshadow Base halt auch eigentlich nicht, ne? Und ja, sie macht, dass der Lidschatten echt lange hält und nicht bei mir in die Fältchen rutscht. Bei Schlupflidern essentiell. Lidschattenpaletten! Holla die Waldbeer, da habe ich mittlerweile einige von, ne? Es wird aber immer wieder fleißig aussortiert, keine Sorge. Da ziehe ich nun die Nummer 20. Passt jetzt nicht unbedingt zum Wetter, also es könnte auch eine etwas poppigere Palette sein, aber die habe ich jetzt halt gezogen. Von BH Cosmetics die Smitten in Switzerland Palette. Hier haben wir diese wundervollen Farben und ich finde, dass BH Cosmetics einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Zuallererst möchte ich mein Lid setten bzw. den Lidschattenprimer
setten. Und dann nehme ich hier die Farbe Snowcap. Das ist so ein schönes Cremeweiß. Und der kommt einfach komplett auf das bewegliche Lid, was sich hier unten befindet, und das unbewegliche Lid, was sich hier oben befindet. Schreib du mir doch mal gerne unten in die Kommentare, ob du dein Lid settest, bevor du Lidschatten aufträgst, oder ob du ihn ungesettet aufträgst. Ich komme einfach nicht damit klar, wenn ich mein Lid nicht sette, weil mir das einfach zu klebrig ist und alles irgendwie gefühlt fleckig wird. Seht ihr eigentlich auch, wie schlimm meine untere Augenpartie aussieht? Also der Concealer darf sowas von gehen. Das sieht echt furchtbar aus, ne? Sehr bröckelig, krümelig, krank irgendwie, finde ich. Sieht nicht gut aus, nein. Diesen Orangeton Matterhorn möchte ich mir gerne in meine Lidfalte geben. So viel Pigment auf dem Pinsel, also erstmal abklopfen. Dann vorsichtig. Boah, es ist so eine heftig schöne Pigmentierung. Ich finde es echt cool, oder? So, was haben wir denn vor? Komm, wir jodeln ein bisschen, also nehme ich die Farbe Jodel. Die setze ich mir. Ich glaube, ich mache ein Halo Eye heute. Ja. Die setze ich mir erstmal nach außen hin. Oh, guck dir das an. Alto Belli. Und nach innen setze ich mir die dann auch. Ich verbinde die Farben. Und wiederhole das Ganze auf dem anderen Auge. Mit ein bisschen von Matterhorn verblende ich die Farben jetzt hier an den Kanten miteinander. Nun ist Zeit für eine Cut Crease. Ich nehme ein bisschen was von dem Concealer auf meinen Handrücken. Dann nehme ich mir so einen Pinsel Petting Brush, heißt der, glaube ich. Und ich möchte ja hauptsächlich das Zentrum hier ausschneiden. Aber ich habe ein Schlupflid, also muss ich auch ein bisschen mehr nach oben gehen. Um eine Cut Crease zu machen, eignet sich der Concealer irgendwie ganz schön gut. Aber möchte ich einen Concealer haben nur für Cut Creases? Jetzt nehme ich mir die Farbe Chocolate, das ist diese hier unten, so ein schönes Braun. Und damit präpariere ich die Übergänge zu der Cut Crease. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der zarter ist. Ich mische den ein bisschen mit Jodel. Und dann nehme ich mir den Ton Geneva mit so einem Lidschattenpinsel, ja, auch so ein Petting Brush auf und presse mir den richtig hier auf mein Zentrum. Der ist Butter. Ja, diesen Übergangston, den hätte ich mir echt sparen können, ne? Das sieht echt kacke aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich versuche das mal jetzt ein bisschen aufzuhellen, wenn mir dieser Chocolate-Ton einfach zu unruhig ist, ne? Der gefällt mir da nicht so gut drin. Setz mir einfach diesen Jodel da noch so ein bisschen drüber. Ja, das sieht sogar richtig gut dann aus. Hätte ich nicht erwartet. Trust the process, Claudi. Never give up. Es sieht jetzt echt nicht perfekt aus, aber ich finde es echt irgendwie cool. So. Den Ton Geneva, den gebe ich mir jetzt auch in den Innenwinkel. Der ist ganz schön dunkel. Ja, aber es geht. Und den Ton Slope, das ist dieses Olivgrün, gebe ich mir ganz mutig an den unteren Wimpernkranz. Das ist bei Grün immer so eine Sache, weil wenn das krümmelt oder so, dann sieht es einfach krank aus. Sehr, sehr dunkel geworden. Das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Nö, gar nicht. Obwohl die Palette ist ja tatsächlich auch sehr, sehr dunkel, ne? Ja, nicht mein bester Augenlook, aber auch nicht mein schlechtester. Nachdem dann alle pudrigen Texturen aufgetragen sind, möchte ich mein Gesicht fixieren. Also Fixing Spray benutzen. Und ziehe dafür die Nummer 78. Schön, damit sind wir bei der Nummer 3. Catrice Sungasm Summer Glow Make-up Setting Mist. Das ist eine Limited Edition gewesen. Hat einen starken Sprühstrahl. Wobei, nee, irgendwie ist es super weich, aber nur die Mitte ist irgendwie so krass. Das ist merkwürdig, aber es ist angenehm. Und es riecht gut. Oh. Nee, das mit dem so dunklen Augenwinkel gefällt mir nicht. Ne? Das sieht man auch, wenn ich mein Gesicht so bewege. Ich gebe mir was von dem Highlighter da drüber, den ich ja auch schon drauf habe, den man nicht so unbedingt sieht. Aber den gebe ich mir da jetzt drüber, weil es ist mir sonst einfach zu dunkel. Der ist jetzt auch nicht unbedingt super hell, aber
Ich glaube, der hält das Ganze irgendwie schon ein bisschen auf, oder? Na gut, dann muss ich halt jetzt mal kurz monieren, dass mir in der Lidschattenpalette auf jeden Fall ein Ton fehlt, um meinen Augeninnenwinkel zu highlighten. Weil mit so einem dunklen Ton komme ich ja dann einfach nicht klar. Das ist ja nichts für mich. Ich meine, klar, natürlich hast du auch wohl mal irgendwie einen Highlighter zur Hand. Aber ich finde, in einer Lidschattenpalette sollte schon alles drin sein. Augenstifte, das ist immer so eine Sache. Weil es kann jetzt auch einfach mal ein ganz bunter kommen. Oder ein kupferfarbener oder so. Da ziehe ich nun die Nummer 89. Ja, wir sind bei der Nummer 13. Gut, wir machen das Ganze jetzt aber nochmal ganz verrückt, denn wir haben uns einen Eyeliner gezogen, der es in sich hat. Das ist von H&M aus dem Adventskalender, dieser silberne, den ziehe ich mir jetzt doch einfach mal. Silber und Gold zusammen auf dem Auge, kann man machen. Das hat was Mystisches irgendwie. Ich finde, das hat was und ich finde es ganz schön spektakulär. Ich bin echt hart am Überlegen, ob ich den noch weiter nach oben hin auch ziehe. Das könnte vielleicht sogar gut aussehen, ne? Komm, wir machen das mal. Bis zur Mitte. Weiß nicht, ob das aussieht. Wir gucken mal. Glitterflitter? Irgendwie ist es cool. Weil ungewohnt, ne? Verschwindet einigermaßen, wenn ich tatsächlich normal gucke. Aber ich finde, das ist irgendwie sehr speziell, sehr cool. Also ich finde es auf seine Weise sehr schön, muss ich wirklich sagen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Doch. Gefällt mir. Dann passen wir jetzt mal auf, wenn wir uns die Lashes curlen, dass wir das ganz vorsichtig machen, weil der ist noch nicht so ganz getrocknet. Der Eyeliner. Guck mal, jetzt gefällt mir übrigens der Augenlook auch schon wieder. Eben war ich echt kurz davor zu sagen, boah, ne, das Video, das lade ich nicht hoch, ich weigere mich. Aber jetzt... Trust the process. Einfach immer weitermachen, abwarten und gucken, was dabei rumkommt. Um den Look nun ein bisschen zu komplettieren, brauchen wir Mascara. Sibi guckt mich auch ganz verwirrt an. Frauchen, was machst du da? Und da ziehe ich nun die Nummer 86. Somit sind wir bei der Nummer 12. Die Mascara ist von Estee Lauder, die Pure Color Envy Lash Multi Effects Mascara. Genau. Habe ich in einer Probegröße. Die hat ein sehr bewegliches Bürstchen, was echt interessant ist, weil das hat unterschiedliche Borsten auf den Seiten. Oben ist es so lang und unten ist es kurz. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also das Problem, was die Mascara jetzt natürlich hat, ist, dass sie jetzt bei diesem Augenlook nicht so intensiv rauskommen kann, wie sie will. aber ich finde, dass sie eigentlich ganz gut aussieht. Ne, sie geht halt jetzt nur ein bisschen unter, weil das ist eigentlich ein Look, den man macht und sich dann irgendwie künstliche Wimpern aufklebt. Aber ich bin ja echt kein Fan von künstlichen Wimpern. Weil so sieht die Mascara ja eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ne? Sie sind geschwungen, sie sind aufgefächert, sie sind verlängert und aufgefüllt. Also eigentlich ist es schön. Eigentlich ist es wirklich gut. Ja. Ich finde auch, dass es im Zusammenspiel tatsächlich geht. Ne? Also das ist ein einigermaßen stimmiger Look, passt aber jetzt nicht unbedingt zu einem chilligen Samstagabend auf der Couch. Gar nicht. Aber es ist halt einfach mal ein bisschen was Ausgefalleneres. Irgendwie mag ich das ganz gerne vom Stil her. Irgendwie finde ich es cool. Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit den Lippen. Ein Lip Liner muss auf jeden Fall her. Und ob der Lip Liner dann zum Lippenstift matcht, wir hoffen es, aber wir wissen es natürlich nicht. Da habe ich nun die Nummer 82 gezogen. Und somit sind wir bei der Nummer 20. Da haben wir hier von Manhattan. Den Extreme Last Lip Liner. Das ist dieser hier. Ich nenne es immer warmes Braun, weil hier einfach keine Farbe drauf steht. Und ja, das ist einer zum Rausdrehen und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf die Lippen. Der Lip Liner an sich würde jetzt schon mal ganz gut zum Look gehen, finde ich. Auch wenn man eigentlich ja nicht die Augen und die Lippen gleichzeitig doll betonen sollte. Aber ich finde den ganz schick. Das ist halt ein wirklich warmes Braun mit so einem leichten Schimmer dabei. Und ja, ich male mir mit Lip Liner auch immer die kompletten Lippen an. Lippenprodukt. Ob Lippenstift, Lipgloss, Lipcream, Lip irgendwas. Irgendein Lippenprodukt muss jetzt auf jeden Fall her. Und da ziehe ich jetzt die Nummer 47.
Der krönende Abschluss des Ganzen ist von MAC dieser Lippenstift in der Farbe D for Danger. Ist D for Danger? D for Danger. Matt Lipstick. Genau. Passt tatsächlich sogar zum Lip Liner. Das ist diese Farbe. Also der Lippenstift ist diese Farbe. Ich bin kein Fan von diesen mega matten Geschichten, aber er passt gerade voll gut zum Look. Also die Farbe auf jeden Fall. Ne, was soll ich da noch groß zu sagen? Also der hält, der ist sehr leicht auf den Lippen, obwohl der halt sehr farbintensiv ist und eigentlich sehr schwer wirkt. Ich persönlich würde sowas eigentlich eher mit einem Lipgloss noch so ein bisschen toppen, um das Ganze weicher zu kriegen, aber das ist ja nur der fertige, ausgeloste Look mit ein bisschen Cloudy-Wahnsinn mit dabei. Keine Ahnung, ich finde es witzig. Ich finde es wirklich witzig und mir gefällt es auch. Ich blende dir übrigens jetzt mal ein, was du in diesem Video gewinnen kannst. Ja, ich glaube, das macht Sinn, ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!